Wenn der Patient eine Krebsdiagnose erfährt, dann ist er zunächst mal sehr verunsichert. Das ist ein Schock für ihn. Er ist sehr beeinträchtigt durch diese Mitteilung, hat ein enormes Informationsbedürfnis. In der Situation wird er zwar aufgeklärt und der erstaufklärende Arzt bemüht sich, sehr behutsam damit umzugehen, aber es bleibt meistens ein Gefühl der Unsicherheit. Die Patienten haben das Verlangen, diese Meinung im Idealfall noch einmal von einem zweiten Kollegen bestätigt zu bekommen. Und das könnte man unter dem Begriff ärztliche Zweitmeinung verstehen. In der Onkologie sollten wir auf Zweitmeinungen verzichten können, weil wir dem Patienten frühzeitig eine qualifizierte Erstmeinung anbieten wollen und auch sollten. Tumorkonferenzen bieten da eine sehr gute Möglichkeit, weil sie das notwendige Know-how früh im Behandlungsprozess des Patienten zusammenbringen. Dazu braucht man am Anfang relativ viel Know-how. Viele Fachgebiete, die dem Patienten am Anfang schon diese Sicherheit geben können, indem die Fachleute sich dort abstimmen. Wir sehen das, dass Patienten auch nach einer guten medizinisch qualifizierten Erstmeinung weiteren Gesprächsbedarf haben, dass das Blaulicht, was beim Patienten angeht, wenn er die Diagnose Krebs hört, noch andere Aspekte beinhaltet, nämlich die Frage, wie geht es meiner Familie, was ist mit meinem Arbeitsplatz, wenn ich jetzt in Therapie gehe. Dafür gibt es auch zusätzliche Gesprächsangebote in über 100 psychosozialen Beratungsstellen der Deutschen Krebsgesellschaft. Wenn Patienten diesen Bedarf haben, muss man ihn unmittelbar versuchen zu erkennen und dann auch entsprechend zu handeln. Im Idealfall sollte sich die Zweitmeinung von der Struktur her gar nicht von der Erstmeinung unterscheiden. Und diese Übereinstimmung muss im Zweifel auch herbeigeführt werden. Also wenn die Zweitmeinung die gleichen Kriterien erfüllen soll wie die Erstmeinung, dann heißt es, dass sie durch eine Tumorkonferenz entstanden sein muss. Das heißt, es sitzen mehrere Ärzte verschiedener Fachdisziplinen zusammen, beraten über die Befunde und entwickeln eine möglichst abgestimmte Meinung. Sollte diese dann different sein, unterschiedlich sein zur Erstmeinung, dann müssen sich diese beiden Gruppen miteinander auseinandersetzen, bevor man mit dem Patienten spricht. In jedem Fall hat der Patient eine qualifizierte Erstmeinung verdient.